Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Christina. Heute habe ich euch wieder einen Kuchen mitgebracht. Aber diesmal keinen süßen Kuchen, sondern einen herzhaften Kuchen. Und zwar einen Zwiebelkuchen. Den kann man auch am besten essen, wenn er warm ist, weil dann schmeckt er am besten. Kalt geht allerdings auch. Und wenn ihr den nicht ganz aufkriegt, könnt ihr ihn auch in der Mikrowelle oder im Backofen kurz erwärmen. Dann schmeckt er wieder sehr, sehr lecker. Hier ist der Anschnitt. Könnt ihr erkennen, dass der Mürbeboden ganz dünn ist. Eine größeren Schicht Zwiebeln und den wachsenden Speck da noch drin. Wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie ich diesen Kuchen gefertigt habe, schaut euch das im Video an und habt viel Spaß beim Nachmachen.